herzlich willkommen in meinem kleinen Scheiß-Drecksflur. Heute geht es um ein Thema, das wirklich jeder Radfahrer kennt. Zumindest wenn man auch mal im Herbst, Frühjahr oder Winter Fahrrad fährt. Willkommen in der Fahrrad-Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Dennis und ich fahre Fahrrad. Ich möchte euch heute einfach mal ein paar Schuhe zeigen, die ich mir in den letzten Jahren so zugelegt habe. Zum Beispiel diese coolen Feuerwehrstiefel. Oder diese Boots. Ich habe mir in den letzten Jahren so manchen Schuh und so manchen Winterschuh zugelegt, da ich halt auch im Winter viel fahre, im Herbst viel fahre, bei nassen, kalten Wetter und halt auch im Sommer. Aber heute soll es eigentlich hauptsächlich mal um Winterschuhe gehen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und ab und zu hatte ich auch bestialische Schmerzen, habe sowas von gelitten und darum geht es heute. Natürlich kann man jetzt sparen oder wer am Anfang ist oder erst gerade anfängt Fahrrad zu fahren oder sagt, er fährt im Winter eh auf Swift, der kann sich natürlich auch einfach Gamaschen holen, sich die über die Schuhe ziehen, ist so eine semi-gute Lösung, hält manchmal, hält ein bisschen, ist schnell kaputt und hält auch nur manchmal warm und ist eigentlich immer ziemlich fummelig. Man kann natürlich auch einfach Flat Pedals nehmen und im Winter einfach mit seinen Winterschuhen fahren, wenn dann das nicht so wichtig ist. Auch eine günstige Lösung, aber wenn du vielleicht mehr fährst, wenn du halt im Winter Cross fährst, Mountainbike oder was auch immer, wirst du dir vermutlich irgendwann auch mal Winterschuhe holen. Und da ist halt die Frage, was hole ich mir? Es gibt sicherlich auch günstige von Shimano. Ich zeige euch heute Schuhe von der Firma Lake, von der Firma Norfave und ich habe noch ein ganz altes Paar von Vaude oder VD oder wie auch immer. Und alles hat seine Vor- und Nachteile und die zeige ich euch heute. So, wir fangen an mit dem Vaude Power Cage. Diese Schuhe habe ich mir damals vor ca. 3-4 Jahren auf eBay Kleinanzeigen geholt. Damals habe ich auch noch angefangen. Ist ein richtig cooler Schuh, hält eigentlich ziemlich warm. Allerdings muss ich sagen, die Sohle ist relativ weich. Ich habe damals schon Schmerzen im rechten oder was auch immer Fuß bekommen. Das ist halt ein richtig großer Nachteil an Gummischuhen, die keine Carbonsohle haben, die keine steife Sohle haben. Hab natürlich auch in diesen Schuhen schon nasse Füße bekommen, einfach mal, weil wir bei vielen Schuhen haben wir eine Membran, die halt so ein bisschen weich ist, die luftdurchlässig sein soll. Aber natürlich kommt durch diese Dinger gerne auch mal Regen durch. Und im schlimmsten Fall stehst du dann halt ziemlich blöd da, hast nasse Füße im Winter und das ist dann ziemlich doof. Brauchst dann theoretisch auch Gamaschen und ja, alles so ein bisschen semi-kontraproduktiv. Im Winter 2020 habe ich mir dann dieses coole Bike geholt und zwar das Focus Maris, wiegt ca. 8 Kilo, ist ein richtig cooler Crosser, bei mir passen sogar 40er Reifen rein, was richtig, richtig geil ist, habe das Bike damals gebraucht gekauft und damit auch gleich neue Schuhe. Und zwar habe ich mir die Norfave Celsius XC Arctic geholt, richtig coole Schuhe, theoretisch sollen sie reflektieren, ja praktisch, wenn da Dreck drauf ist, sage ich mal so bedingt. Und richtig coole Schuhe, allerdings auch wieder ein Nachteil. Die Sohle, die ist sehr dünn, sehr weich. Und für mich war das ein sehr großes Problem, weil ich dadurch richtig krasse Schmerzen im Fuß bekommen hatte. Und ganz ehrlich, wenn du Langstrecke fährst oder was auch immer, oder 100 oder 200 Kilometer oder 300 und du hast Fußschmerzen, das ist so eine Qual. Du leidest und da hast du keine Lust mehr auf Fahrradfahren. Das war für mich so ein großes Problem. Am Ende habe ich sogar ein Bike-Fitting gemacht, die Schmerzen gingen nicht weg und mittlerweile weiß ich halt leider, der Schuh ist nicht so gut, also zumindest für mich nicht. Wer halt Probleme mit den Füßen hat, sollte bei der Schuhwahl halt wirklich, wirklich aufpassen. Trotzdem habe ich in den Schuhen schon so manchen Kilometer zurückgelegt. Also wie gesagt, die Schuhe sind warm, sie halten warm, wirklich gut. Und auf jeden Fall ein weiterer Nachteil an solchen Schuhen, das haben aber leider sehr viele Schuhe, ist, dass wir hier diese weiche Membran haben. Und es ist halt so, wer im Winter Fahrrad fährt, der wird auch nasse Füße kriegen. Fun Fact, egal was auf deinen Schuhen steht, es gibt keine wasserdichten Schuhe. Der kriegt Spritzwasser ab und irgendwann kommt die Feuchtigkeit hier durch und in euren Fuß. Und das ist ein großer weiterer Nachteil. Mittlerweile kosten die Schuhe ca. 130 Euro, ca. bis 170, je nachdem. Als Einsteigerschuhe kann ich euch sie auf jeden Fall empfehlen. Wenn nicht sogar mehr. Also wie gesagt, eigentlich ist es ein cooler Schuh, aber es gibt definitiv bessere. Und kleine Zwischeninfo, also ich kriege für dieses Video definitiv kein Geld. Ich habe damit keiner Firma in Kontakt, sonst wären die Schuhe nicht so muchtig. Und ich finde es halt wichtig, dass man Schuhe gefahren ist und nicht, guck mal, das ist cool. Danke für das Geld. Kauf die Schuhe. Finde ich irgendwie kacke. Nein. Also wie gesagt, also jetzt kommen die nächsten Schuhe, jetzt kommen die Schuhe, die ich richtig, richtig geil finde. Ich bin jetzt über den ganzen Sommer über die Lake Supercross gefahren. Das sind richtig arschteure Schuhe,
aber sind auch wirklich gute Qualität und deswegen habe ich mir jetzt im Winter die Lake, verschiedene Lake-Schuhe gekauft, sagen wir es so. Ich bin halt dumm. Bevor ich jetzt zu meinem persönlichen Highlight überhaupt komme, zeige ich euch noch die North Face Arctic Version in der SPDSL-Variante. Die ist wiederum ganz cool. Wir haben da eine verstärkte Carbonsohle, wie es nun mal normal bei Rennradschuhen ist. Ziemlich geil. Ich habe die damals im Sale bekommen für, glaube ich, 100 Euro. Mit den Schuhen bin ich letztes Jahr beim Festival gefahren. Allerdings war ich so clever und habe mir aufgrund der Schmerzen habe ich mir SPDSL-Pedale an mein Fahrrad geschraubt und dann kam der Schnee und ich war so happy. Ich konnte nicht mehr einklicken, weil wenn du SPDSL fährst und das bei Schnee, dann kannst du nicht mehr einklicken und das ist ziemlich doof. Diese Schuhe sind richtig cool. Ich habe auf jeden Fall in diesen Schuhen keine Fußschmerzen bekommen. War für mich ein großes Highlight. So, ich bin diese Schuhe aber auch mit Gamaschen gefahren, weil Winter, weil Schnee und so weiter. Und wir haben bei diesen Schuhen haben wir noch einen weiteren Nachteil. Die Schuhe haben einfach mal keine isolierende Sohle drin. Das ist ein bisschen dumm im Winter. Also North Face hat bei den Schuhen wirklich auf Leichtigkeit gesetzt, was ich ein bisschen kontraproduktiv finde. Weil ganz ehrlich, ich bin der Meinung, 90% der Leute, die Schuhe kaufen, die fahren keine Rennen, die fahren halt Fahrrad. Und ein Fahrradhersteller oder ein Schuhhersteller sollte halt Schuhe für die Masse herstellen und nicht für Profis, die eine Stunde Fahrrad fahren oder eine halbe Stunde Fahrrad fahren und dann im warmen Bus sitzen. Das ist halt so ein richtiger Nachteil und das könnte man besser machen. Ansonsten sind das richtig coole Schuhe, vor allem so für den Herbst, für den Frühling, fürs Rennrad. Kann ich empfehlen, sind gute Schuhe, allerdings auch hier wieder diese weiche Membran. Muss man sich überlegen, ob man Gamaschen drüber zieht, vielleicht die bessere Variante. Und jetzt mein absolutes Highlight von Lake. Das sind die MX-146. Wir haben auf beiden Seiten Boa-Verschluss, hier haben wir Klettverschluss, dass das Innenleben trocken bleibt. Ist ein richtig cooler Schuh. Lake macht das allerdings ein bisschen anders als North Face und Woude. Wir haben eine sehr steife, harte Sohle, was ich sehr positiv finde. Ich bin in den Schuhen bisher so 50 Kilometer gefahren, fahre allerdings jetzt noch mehr. Und wir haben ringsherum Reflektoren, also hinten, vorne. Ist ein richtig cooler Schuh, der ist mega dick gefüttert, was für mich ein sehr krasser Vorteil ist. Wir haben eine dicke, dicke Einlegesohle. Wir haben eine coole, weiche, kälteisolierende Einlegesohle, was richtig cool ist. In den Schuhen, wie gesagt, habe ich bisher keinen Fußschmerz bekommen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Sie reflektieren, sie sind wasserabweisend. Natürlich haben wir hier oben auch wieder ein bisschen Stoff, aber ist alles ein bisschen höher, alles ein bisschen fester. Und ganz wichtig, wenn ihr euch die Schuhe holen solltet, kauft sie mindestens eine Nummer größer. Sie fallen wirklich sehr klein aus, sind aber mega krass gefüttert, warum ich diese Schuhe eigentlich schon fast als Highlight überhaupt beschreiben würde. Für ca. 200-220 Euro, je nachdem. Und kleiner Tipp an Leute, die jetzt nicht unbedingt in Schuhe investieren wollen oder Schuhe haben, mit denen sie schon einigermaßen klarkommen. Man kann sich auch diese Aluminiumsohlen holen. Diese weisen sehr viel Kälte ab und das macht dann schon einiges besser. Und ja, weiter geht's. Jetzt habe ich noch ein paar Schuhe, die waren allerdings wirklich teuer. Die habe ich mir auch vor den Lake 146 geholt und das wird definitiv mein Festivalschuh. Die sehen allerdings wirklich aus wie Feuerwehrschuhe. Und der letzte Winterschuh, den ich mir zugelegt habe, ist dieser süße Papagei hier, ist der Lake MXZ400. Ja, der kostet auch 400, deswegen heißt der vermutlich so. Ist ein richtig fetter Schuh. Ein Schuh wiegt schon ein Kilo, also in meiner Größe in der 47. Warum habe ich mir diesen Schuh überhaupt gekauft? Also erstmal, ich habe mir vor den 146 gekauft, weil ich dachte so, ja, wenn holst du dir Winterschuhe, holst du dir richtig fette, weil Festive wird kalt, Schnee, ja, in Vorpommern ist es halt im Winter sehr, sehr kalt. Und ja, wer braucht diesen Schuh überhaupt? Also erstmal, diese Dinger sind wie Motorradschuhe. Sie sind richtig klobig, richtig fett, halten natürlich auch richtig warm, weil sie den ganzen Knöchel versenken. Wir haben überall Reflektoren. Wie gesagt, also die Schuhe sind halt im Vergleich zu allen anderen richtig, richtig hoch. Der ganze Fuß versinkt da drinnen. Also ich glaube, in diesen Dingern wird niemand frieren. Natürlich haben wir einen richtig, richtig breiten Schuh. Allerdings habe ich mir die auch in weit bestellt. Die Schuhe sind auf jeden Fall richtig fett. Wie gesagt, die habe ich mir fürs Festive geholt. Die sind auch nur fürs Festive, für den Winter, für den Januar, wenn ich graveln gehe, wenn ich lange graveln gehe.
Und sonst denke ich, dass ich wirklich mit den Schuhen klarkomme. Würde diese Schuhe auch wirklich eigentlich jedem empfehlen, weil sie einfach mal die beste Zwischenvariante sind. Wer mit seinen Füßen jetzt besser klarkommt, kann auch sicherlich mit den Norvape ganz viel anfangen. Aber im Vergleich wirklich finde ich die tausendmal besser. Und diese Schuhe sind halt wirklich für den tiefen Winter gedacht. Und ich glaube, dafür sind sie halt auch konzipiert. Es sei denn, du bist Feuerwehrmann und heißt Grisou. Ein richtiger Feuerwehrmann werde ich. Jawohl, Feuerwehrmann will ich werden. Was für Schuhe fahrt ihr eigentlich so im Winter? Ich habe halt über die Schuhe viele Jahre gekauft und muss halt wirklich sagen, es gibt Schuhe mit Nachteilen, Vorteilen. Und am Ende kosten sie alle Geld. Und ist es nicht viel geiler, wenn man halt den perfekten Schuh hat, den man sich gleich kauft, als wenn man sich nächstes Jahr den nächsten Schuh kauft, dieses Jahr? Und klar, Sale ist immer geil, aber wenn der Schuh halt scheiße ist, ist der Schuh scheiße. Und deswegen meine persönliche Meinung, der Lake ist am besten, weil mir persönlich ist eine harte, steife Sohle sehr, sehr wichtig. Und ja, am Ende muss sich halt jeder selber ein Bild über die Schuhe machen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, konnte euch ein bisschen beraten. Und ja, schreibt mir doch einfach, was für Schuhe ihr so fahrt oder ob ihr halt im Winter wirklich draußen fahrt oder drinnen.